Scheiße, meine Freundin. Denn Tim ist mal wieder am Start. Leute, wir sind auf jeden Fall gerade hier wieder in unserem mega krassen Haus, Leute. Wer sehen will, was dieses Haus alles so Tolles kann, der kann den Vlog von gestern gucken. Ja, mal schauen, ob sie nach der Einblendung das immer noch sagen wird. Leute, ich bin so... Leute, heute geht's nämlich richtig ab, denn dieses Haus haben wir für einen Grund bekommen. Und zwar, Leute, werden wir eine richtig coole Lasertag-Schlacht machen mit Nerf Blastern, Leute. Von Nerf bereitgestellt. Lisa sitzt auf jeden Fall gerade schon auf dem Koffer der Wahrheit. Okay, Leute, let's go. Wir schauen mal rein, was hier alles so in dieser wunderschönen, mysteriösen Koffer drin ist. Alter, die sehen voll nice aus. Da sind echt zwei drin. Geil! Okay, Leute, und zwar haben wir hier einen Nerf Blaster. Aber was mir direkt auffällt, ist, dass man hier absolut keine Pfeile reinstecken kann. Sondern das ganze Ding ist elektrisch, Leute. Und zwar ist es so, dass es alles Lasertag-Blaster sind. Das heißt, wenn ich Lisa nämlich jetzt hier mit abschieße, dann erkennt der Blaster von Lisa, dass er getroffen wurde. Und so kann man dann sozusagen miteinander Lasertag spielen, egal wo man ist, Leute. Fuck, dafür brauchen wir Batterien, ne? Leute, witzigerweise, wir müssen hier Batterien leihen. Und ja, wir haben natürlich wieder mal keine. Ja. Ja, nice. Wir sind auf jeden Fall überhaupt nicht verplant. Das heißt, ich würde sagen, Jacken werden angezogen und jetzt werden erstmal ein paar Batterien gekauft. Und hier haben wir zum Glück Batterien. Nice. Okay, unsere Batterien sind da und ich würde sagen, jetzt werden sie auf jeden Fall mal hier eingeführt. Lecker. Nicht so lecker. So. Und let's give him power. Also seid ihr ready, Kinder? 3, 2, 1. Futuristischer Song, Alter! Leute, ich habe mich ein wenig informiert. Und zwar kann ich jetzt, glaube ich, hier unten meine Teams wechseln, Leute. Auf jeden Fall, Leute, kann ich jetzt hier oben meine Teams wechseln. Das heißt, wenn die anderen jetzt... Habt ihr eure auch schon fertig gemacht? Ja. Oh, ja, okay, einen Schritt voraus. Also, Leute, wir können jetzt hier bei mir alle unsere Teams auswechseln. Okay, dann machen wir 2 gegen 2. Ich und Tim gegen euch, Spasten. Das ist doch viel zu unfair. Wir würden euch doch fertig machen. Das wollen wir mal sehen, Leute. Hey, das ist übel geil, wenn es so leuchtet, dann kann und können wir das doch auch im Dunkeln nachher spielen, oder? Schön. Leute, wir schauen mal, wie wir das Licht ausmachen. Mach mal aus. Wow, nice. Holy shit, Leute, Alter. Also geil. Für Dunkelheit ist es auf jeden Fall approved, Alter. Das müssen wir auf jeden Fall auch mal gleich machen. Okay, Licht wieder an, meine Freunde. Und ich würde sagen, das Ding ist auf jeden Fall echt mega geil. Wir werden jetzt eine geile Schlacht auf jeden Fall machen. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Man kann damit wahrscheinlich sogar auch draußen spielen, weil erinnert ihr euch noch an die alten Nerf Blaster, wo dann überall die Pfeile in meinem Garten rumflogen waren und die immer aufsammeln musste. Das musst ihr hier nicht mehr machen. Stimmt. Lisa, Sie wissen auf jeden Fall, wie man Werbung macht. Wen wurden Sie denn gesponsert? Auf jeden Fall mega, mega cool, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich eine fette Schlacht. Aber wir werden natürlich jetzt hier eine Teamschlacht machen, denn man kann die alle miteinander verbinden und dann miteinander zocken. Aber wir haben natürlich noch was anderes Krankes vorbereitet, Leute. Und zwar, diese Dinger kann man mit einer fucking App steuern, Alter. Das ist Hightech, meine Freunde. Und zwar, Leute, können wir jetzt einfach mal Ja drücken. Und jetzt müssen wir den eigentlich nur noch anmachen. Und eigentlich müsste es automatisch gehen. Meine Freunde, ob das klappt, Leute. Okay, let's go. Oh mein Gott, es klappt! Nerf hinzufügen! Oh, yeah. Das war ein sehr geiler Sound. Teste deinen Blaster, nee. Ich weiß, wie das funktioniert. Okay, Leute, mal schauen, was wir uns hier für einen Namen auswählen können. Laser, Lion, Nein. Oh mein Gott. Nein. Gibt es hier gerade... It's on it. Hä, also das... Lightning, Leute, hellshop.de, meine Freunde. Also, mein Blaster wird auf jeden Fall Lightning Hero heißen, Leute. Oh, shit. Alter, das ist krank. Okay, und jetzt können wir hier wie in einem echten Spiel einfach Einzelspieler, Mehrspieler auswählen. Ich bin auch schon drauf. Ach, Leute, das ist natürlich auch. Leute, guck mal, ich kann jetzt hier mein Handy reinmachen, Alter. Okay, meine Freunde, jetzt würde ich sagen, strappe ich mir das Ding hier an den Arm. Alter, wie krass. Okay, Leute, ach du Kacke, wie lit ist das denn? Okay. Oh mein Gott, man, seid ihr ready? Yeah. I'm ready. Leute, ich würde sagen, jetzt geht's erstmal los, meine Freunde. Hier unten wird gleich das Team Lisa und Tim sein. Stopp! Leute, sehen wir mal, hier ist rot und rot, meine Freunde. Und Lisa ist hier blau mit blau im Team von dem guten alten Tim, meine Freunde. Ich zeige euch mal die Map, meine Freunde. Lisa und Tim werden hier unten im Wohnzimmer sozusagen starten. Das heißt, sie haben gleich so eine epische Mauer, wo sie dann hier rauskommen, wenn die Zeit abläuft, Leute. Währenddessen, Leute, ist Zelda und ich hier oben, meine Freunde. Kommen Sie mit! Wir sind hier oben, meine Freunde. Das Ganze ist verbunden über diese eine Treppe hier. Hier gibt es auf jeden Fall viele Versteckmöglichkeiten. Ich habe schon meine Tarnkappe, Leute. Achtung! Sieht auf jeden Fall ein geiles Match, meine Freunde. Ich würde sagen, mal schauen, wie das ausgeht. Leute, man kann sich das hier alles am Handy gucken, wie viel Leben man hat und wie viel man noch schießen kann. Und Spezial. Ah ja, genau. Und man kann auch Spezialfähigkeiten. Das ist auf jeden Fall mega. Und ich würde sagen, wir starten die Runde jetzt einfach mal. Mal schauen, welches Team hier gewinnen wird, meine Freunde. Ja, Lisa, wir gewinnen. Auf jeden Fall. Lisa verliert. Ich finde es einfach krass, dass man so Lasertag einfach spielen kann, so in der Freizeit, ohne dass man da in der Halle... Überall. Geht. Man kann sich seine Location halt einfach aussuchen. Kranke Scheiße, Digga. Kranke Scheiße. Leute, ich würde sagen, the game is on. Warte, in 3 Sekunden geht das
Alter, spiel los. 3, 2, 1. Okay, jetzt los. Los. Warten, bis sie hochkommen. Okay. Ich stell mich hier hinten. Hey, seid ihr? Wenn die jetzt hier hochkommen, dann kann ich zerfetzen sie drin. Till, siehst du sie? Doch. Nein, Falk, nein! Das ist auf die Terrasse gehen. Nein, Falk, nein! Die kommen. Leute, von hier haben wir perfekten Blick auf die Tür. Digga, die kommen nicht, Alter. Richtig cringe. Okay, Zelda, wollen wir es wagen. Verloren, meine Freunde. Ich bin immer noch hochtraurig. Also Leute, das war auf jeden Fall mega, mega witzig. Es war auf jeden Fall mega, mega witzig, das mal zu machen, dass es auch funktioniert in Real Life. Auf jeden Fall mal eine Glücksrunde für die beiden. Ich glaube, außerdem, meine Freunde, haben wir von Nerf noch extra 2 dazugeschickt bekommen. Das heißt, wenn ihr mir auf Instagram folgt, @dashelmoris, könnt ihr eine Nerf gewinnen. Und das andere? 2 Nerf. Stimmt, das sind 2. Es sind 2 in einer Verpackung, Leute. Richtig krank. Ach ja, Leute, auf jeden Fall würde ich sagen, danke auf jeden Fall an Nerf für dieses mega geile Kooperation. Das war mega, mega cool, auf jeden Fall sowas zu machen. Es hat auch mal wirklich richtig Spaß gemacht einfach. Also ich kann es euch auf jeden Fall wirklich, ohne irgendwie Werbung scheiße, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Diese Dinger sind auf jeden Fall witzig. Nutzt es aber auf jeden Fall mit App, weil sonst ist es irgendwie nicht so geil. Also mit App ist schon nicer, weil dann weißt du auch, wie viele Punkte man hat und so. Ist auf jeden Fall cooler. Ja, also Leute, was sagt ihr am Ende? Also ich würde am liebsten einfach weiterspielen. Könntest du es? Ich hoffe alles. Ich schwitze auch schon richtig, Alter. Das ist richtig geil. Das macht auch so richtig Bock, jetzt so auch neue Locations und so, dass man da mal safe auszutesten. Naja. Oh. Hätte ihr mal irgendwie in so einem fucking Wald oder so. Leute, also lasst mal ein Like da. Vielleicht machen wir dann nochmal einen Teil 2. Aber nicht wieder um 2 Uhr nachts. Ach ja, genau. Es ist ja, stimmt, wir haben es 2 Uhr nachts. Ja, es ist 2 Uhr nachts, Leute, die Nachbarn, die freuen sich, dass wir das hier machen. Leute, hier gibt es täglich Videos, also solltet ihr auf jeden Fall ein Abo da lassen. Täglich kranke Scheiße wie das hier. Die Dinger sind auf jeden Fall unten in der Beschreibung, Leute. Ihr könnt auf jeden Fall auf Amazon euch die gönnen. Also, Leute, folgt mir auf Instagram, da wisst ihr dann auch, wie man das Ganze gewinnen kann. Und ich würde sagen, Leute, das war auf jeden Fall mega lit. Haut rein und ciao!